Willkommen zu den Map News. Es gibt heute eine V1, die nicht wirklich eine V1 ist. Und das ist die No Creek Farms. Und ja, No Creek bzw. Rock Shop. Punkto Rock Shop. Zeige ich euch dann noch etwas, was mir eigentlich sehr gut gefällt. Und ich finde, es hat Potenzial. Und ich habe mir die Beschreibung auch etwas durchgelesen. Und da steht eben auch drinnen, dass eben bei dem Rockshop spezielle Maschinen benötigt werden. Ja, Starfahrzeuge haben wir hier nicht. Gut, wenn man sich das herunterlädt, muss man die Datei entpacken. Okay, welche Maschinen für das hier sind, das ist, weiß ich jetzt nicht. Steht auch nichts beschrieben. Diverse Mods oder was. Oder spezielle Mods gibt es eigentlich nicht so weit. Ich bin aber gespannt, ob das eigentlich mit jedem funktioniert. Ja, das wäre im Prinzip die Karte. Ja, schon wieder V1, spezielle Sojabohnen, Alfalfa und Silage Mais gibt es hier. Ja, Verkaufsstellen zeige ich euch auch noch. Ja, Sonnenblumen, Sojabohnen, Oliven gibt es nicht, Rahmen gibt es auch nicht. Ja, schauen wir mal weiter, diverse Fabrikate gehen auch nicht zu verkaufen. Ja, nicht einmal bei den Gewächshäusern tut sich da was. So, Iglus haben wir, Tierstallbahn und Kaup, weißt du, also Kuhstall, Verträge haben wir und ja. Diverse Produktionen sind hier auch schon drinnen. Gras aufbereitet kann man Mais-Silage, Gras-Silage, CCM, Graspflanzen-Silage und das Ganze, je nachdem, was man halt reinfüllt, produzieren. Karte schaut nicht so schlecht aus. Es gibt auch dedizierte Mods, die man benötigt, unter anderem auch Mais Plus. Ich bin kein Freund von dieser Version von Mais Plus. In der vergangenen Version des LS war Mais Plus wirklich fantastisch, hat mir sehr gut gefallen, aber dieser hier, nein. Und ja, man kann auch zum Beispiel, dass man im Frühling beginnt, diesen Mod, also Start in Spring, auch hinein, das sind die optionalen Mods, ist auch alles in der Download-Datei, die 1,4 GB groß ist, ungefähr. Alles, da ist da halt alles drinnen und ja, an und für sich die Karte schaut ja schön aus. Und ja, sie ist schon einmal rausgekommen und steht im Prinzip bei beiden das gleiche drinnen. Es wurde nur etwas verändert und das zeige ich euch jetzt. Gut, ja, keine Reinernte von Elm Creek und bei der No Creek, nun ja, ich schätze, die einzige Änderung, was ich so sehe, ist eben, dass man das Ganze nicht in Reihe, so wie es hier ausschaut, setzen muss. Ich finde, das hat schon was, aber nun ja, es wird sicher nicht für jeden was sein. Und ehrlich gesagt, dadurch V1 ausmachen? Okay. Nun zum... das heißt Rookshop. Ja, es sind diverse Dinge, die ready sind dafür. Und... ja, ich finde, das Ganze hat Potenzial, aber nun ja, ihr könnt euch gerne eure Meinung in die Kommentare schreiben. Ich würde mich sehr darüber freuen, was ihr dazu sagt. Und natürlich nicht vergessen, abonniert den Kanal, damit ihr keine Karte mehr verpasst, beziehungsweise auch kein Update einer Karte. Punkt Updates gibt es wieder die Nordfriesische Marsch von natürlich unserem Feed Action Version 3.7. Eine Vierfachkarte.
Und ja, die gibt es in zwei Versionen, einmal mit und einmal ohne Gräben. Und bei beiden steht alles drinnen, nämlich die Weintrauben bringen etwas mehr Ertrag, Lachsstroh, Verkaufspreis wurde verringert und fünf neue Produkte wurden verbaut. Ja, die Pferdeverkaufspreise sind noch etwas erhöht. Okay, kein Problem. Ich finde, ja, es ist halt eine Vierfachkarte, dafür muss man sein. Und ja, wie gesagt, für die Nordfriesische Marsch muss man sein. Es ist, wie soll ich sagen, jedem selbst überlassen, ob man diese Karte mag oder nicht. Im Prinzip ist es bei jeder Karte so und ich bin, ja, mir persönlich gefällt sie nicht so, aber dadurch, dass sie über 14.000 Downloads hat, würde ich mal sagen, ja, die ohne Gräben hat sogar 15.000 Downloads. Sie hat durchaus ihre Berechtigung, es gibt sicher viele, die darauf spielen, vor allem Leute, die mit großen Geräten spielen möchten und halt nur mit großen Geräten. Und wie gesagt, das ist eben jedem selbst überlassen. Und ja, das war's dann schon für das Wochenende. Ich wünsche euch auch natürlich noch ein schönes Wochenende. Wir sehen uns dann wieder am Dienstag oder vielleicht auch bei einem Livestream, zum Beispiel beim Old Gamer am Wochenende. Und natürlich, der Link zum Old Gamer ist unten in der Beschreibung auch verlinkt, genauso wie der Link zu den ganzen Karten. Und ich wünsche euch noch was. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Thank you.